Wasser bedeutet Leben. Es ist eine kostbare Ressource, die es zu bewahren gilt. Und auch Bayerns Landwirte sind sich dieser Verantwortung bewusst. Wir fragen deshalb heute mal bei Landwirt Johannes Fisch nach, wo liegt denn eigentlich die Herausforderung beim Gewässerschutz? Um ausreichend Erträge zu ernten, müssen wir in gewisser Maßen Dünger- und Pflanzenschutz einsetzen. Die sind notwendig für unseren Betrieb und für die Pflanzen. Die gehören aber aufs Feld und nicht ins Wasser. Und deswegen schützen wir das Wasser. Aber wie sorgt man dafür, dass Dünger- und Pflanzenschutz bleiben, wo sie hingehören und nicht etwa in benachbarte Gewässer ausgeschwemmt werden? 5 Meter über dauerhaft Wasser führen in Gräben und Flüssen und Bächen wird bei uns ein sogenannter Gewässerschutzstreifen angelegt, einfach als Schutzzone zwischen Wasser und Feldstück. Diese Pufferzone schützt das Ökosystem effektiv vor einer übermäßigen Nährstoffanreicherung, der sogenannten Eutrophierung. Und was wächst auf diesem Streifen? Wir sehen einmal eine sogenannte Blühwiese an. Und durch das, dass ja die nicht geerntet, gedüngt und Pflanzenschutzmittel, wird das ein super Rückzugsort für Insekten, Amphibien und verschiedene Vögel. Und in den blühenden, nektarspendenden Pflanzen ist eine super Nahrung für unsere Bienen. Schutzstreifen anzulegen ist also ein entscheidender Schritt zum nachhaltigen Gewässerschutz. Aber das ist noch nicht alles. Und dann noch dazu nutzen wir halt mir die Technik. Mit Hilfe von GPS sehen wir mir halt genau, wie weit dass man mit dem Schlepper vom Streifen wegfahren muss. Sollte man trotzdem mal mit der Spritze drüber kommen oder mit dem Gestänge, dann schaltet die Maschine aus, weil ja da eine Schutzzone ist. Der grüne Wiesenstreifen zwischen Feld und Bach ist aber noch aus einem anderen Grund wichtig. Ja, gerade bei Hangfeldern, wo man immer wieder Erosionsschutz ein Thema ist, dient der zugleich auch noch gleich als Pufferstreifen für den ausgeschwemmten Boden. Also ich bin mir sicher, dass da nichts mehr ins Wasser gelangt. Auch ohne Pufferstreifen darf ja nichts ins Wasser gelangen. Es ist ja nur noch ein zusätzlicher Schutz. Seit 2020 sind Gewässerrandstreifen an Hanglagen gesetzlich vorgeschrieben. Doch Landwirte wie Johannes Fisch haben auch schon vorher solche Schutzzonen angelegt. Ja, das Arbeiten mit der Umwelt ist bei uns schon seit Generationen eigentlich im Vordergrund gestanden. Und deswegen möchte ich als junger Landwirt das weiterhin vorantreiben, wenn man jeden Tag mit der Natur arbeiten kann, mit Tieren arbeiten kann und zugleich noch moderne Technik nutzen. Das macht einfach jeden Tag aufs Neue Spaß und man hat Freude, jeden Tag in der Früh aufzustehen und es besser zu machen. Umweltschutz ist für Sie nicht nur lästige Pflicht, sondern gelebte Verantwortung.